Andrew hier für tabletblog.de. Ich bin gerade bei Acer auf der Cebit und vor mir habe ich das Acer Iconia W500 und dann log zum A500 ein 10 Zoll Android Tablet von Acer. Kapazitiver Touchscreen wieder, Auflösung 1082x800 Pixel. Hier drin haben wir den AMD C50 Prozessor, das erste Tablet mit einem solchen Prozessor. MSI hat aber natürlich auch einen solchen Prozessor in einem ihrer Windows Tablets verbaut. Wir haben außerdem 2 GB RAM, 32 GB SSD, UMTS gibt es optional, wir haben Accelerometer drin, was haben wir noch, Bluetooth, WLAN, alles was man so braucht und eben diese Dockingstation, kurz zur Seite, Dockingstation als Tastatur, normales Chiclet Design mit so einem Cursor hier, man kann die Maus auch damit bewegen, aber natürlich auch mit dem Touchscreen. Wenn man das hier so rausnimmt, das kann ich gerade mit einer Hand nicht, dann kann man das auch hier raufklappen. Man kann es nicht so ganz umklappen, sondern muss es schon rausziehen und dann darauf machen. Wir gehen mal um das Tablet herum, dazu holen wir aber dieses Lose hier herbei. Vorne haben wir erstmal eine Windows-Taste, eine Webcam dort oben. Hier an der Seite haben wir Eingang fürs Netzteil. Oben nur ein Lüfter, dann haben wir hier Headset-Port, Power-Button, beiden Tasten hier, um die Lautstärke zu regeln, SD-Karten-Slot, HDMI-Ausgang, hier haben wir einen USB 2.0-Port und mit dem Switch, da können wir vermutlich wieder, sieht man gegen das Licht nicht, aber da können wir vermutlich wieder den Touchscreen knocken, den Accelerometer. Dann haben wir hier die Ports für die Dockingstation. Diese beiden runden Dinge an der Seite, die sind zur Stabilität da, da kommen Metallstänge rein. Dann haben wir hier hinter verbirgt sich der SIM-Karten-Slot und hinten haben wir nochmal eine Webcam. Ja, Windows 7 ist das Betriebssystem, normales Windows 7, kein Home, doch Home Premium, aber kein Professional. Die Auflösung ist etwas hoch, man muss also genau gucken, worauf man denn jetzt tippt. Denn aufgrund der hohen Auflösung ist die Schrift natürlich kleiner. Hier, jetzt schauen wir uns mal Multitouch an. Funktioniert alles. Ja, also für ein Windows 7 Tablet macht das hier einen guten Eindruck, aber es ist ein bisschen schwer. Lange will man es nicht in der Hand halten. Man hat natürlich auch die Dockingstation dafür, die man auch portabel leicht mitnehmen kann, weil man es eben darauf klappen kann, aber ist schon etwas schwer. 970 Gramm wiegt das Arcos Iconia W500. Der Akku soll bis zu 6 Stunden halten, 4 Stunden bei HD-Video-Wiedergabe. Nicht optimal, nicht so lange wie bei Android-Tablets, aber für Windows 7-Tablets wiederum sind 6 Stunden gar nicht so schlecht. Ja, Acer Iconia Tab W500 auf der Szene.